Hallo, mein Name ist Heinrich Denke, ich bin Kunsttherapeut und ich arbeite mit Sumi-e, der japanischen Art der Tuschemalerei. Und heute möchte ich dir was Wunderbares vorstellen, eine wunderbare Möglichkeit, wie du vielleicht eins deiner Laster, den Kaffee, in etwas verwandeln kannst, was dir mehr Energie und mehr Ruhe bringt. Das hört sich erstmal unvereinbar an. Zwei Extreme. Auf der einen Seite der Kaffee pusht uns sofort nach oben, sehr viel Energie, aber wir fallen in eine Schlappheit, Müdigkeit, Nervosität. Und auf der anderen Seite die Meditation. Das, was wir anstreben, hier und jetzt achtsam ankommen. Wie kann es zwischen diesen zwei Extremen einen Weg geben? Den Weg werde ich dir heute vorstellen, den Weg der Tusche. Heute werden wir die Tusche gegen den Espresso austauschen. Doch wie beginnen wir damit? Fangen wir an mit dem, was dir bereits zur Verfügung steht. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie du früher mal Kaffee oder Espresso getrunken hast. Nicht als etwas, was man einfach in sich runterschlingt, sondern als etwas, was man genossen hat. Dieser wunderbare Geruch. Der Geschmack, der zu verweilen einlädt. Und da haben wir schon die Möglichkeit, wo wir heute einsteigen werden. Wie wäre es, wir führen den Kaffee, den Espresso, wieder dorthin zurück, wo er hingehört. Zu mehr Lebensgenuss, zu mehr zu sich kommen, zu mehr Achtsamkeit. Und das machen wir auf eine ganz einfachere Art und Weise. Alles, was du dazu brauchst, ist dein Espresso. Vielleicht solltest du dir überlegen, von dieser Marke, die du vielleicht derzeit in großen Mengen kaufst und einfach nicht reinschüttelst, etwas dir zu suchen, was dir mehr deinen eigenen Geschmack entspricht, wo du wirklich, wenn du davon kostest, dir sagst, wow, das ist ein Espresso und ich mag ihn besonders im Geschmack, weil er sich unterscheidet von all den anderen Sachen. Und allein schon in diesem Findungsweg wirst du entdecken, dass du auf etwas hinausarbeitest, was mehr zu einem Ritual wird. Das ist ganz wichtig im Zen-Buddhismus, Rituale, die uns in die Ruhe führen. Also diesen Espresso brauchst du und der Kaffee. Des Weiteren wirst du zwei Schälchen brauchen, einmal für den unverdünnten Espresso und einmal, wo wir den Espresso mit etwas Wasser verdünnen. Des Weiteren brauchst du einen Pinsel, das ist hier eine für Tuschemalerei. Du kannst jeden beliebigen Pinsel nehmen und dann wirst du ein Blatt Papier brauchen. Und schon kann es losgehen. Also wir bereiten uns auf die Übung vor, indem wir einfach dafür sorgen, dass wir in den Alltag eine Bresche schlagen. Vielleicht am Anfang ist es gar nicht möglich, eine 10-Minuten-Bresche für dich und deinen Espresso dir zu gönnen. Vielleicht sind es nur ein paar Minuten. Wichtig ist, dass du ein bisschen dich irgendwo in Ruhe hinsetzen kannst, sodass du an dem Espresso riechen kannst. Vielleicht kommen da Gedanken, die nicht mit dem Alltag zusammenhängen, dabei zustande. Und du kostest den Geschmack in einer Art und Weise, als würdest du ihn zum ersten Mal kosten. Du beobachtest ganz genau, was passiert bei dir eigentlich auf der Zunge. Und aus dieser Betrachtung heraus gehen wir jetzt in die Übung. So, nun wollen wir es uns ganz einfach machen. Wir beginnen damit, einen Kreis zu zeichnen, der schön groß ist in der Mitte. Unterteilen wir ihn in der Hälfte und ergänzen wir ihn durch zwei weitere Kreise, die für uns den Henkel später ergeben. Auch werde ich hierzu eine Untertasse einzeichnen und eine Horizontlinie, sodass später die Orientierung für mich ganz einfach ist. Im nächsten Schritt werde ich einfach eine dunkle Umrisslinie mit dem puren Espresso machen, sodass ich mich eindeutig später konzentrieren kann auf die freie Entfaltung meiner Symbole und meiner Zeichnungen, auf die ich mich fokussieren will. So, nachdem wir jetzt diese Orientierung haben, gehen wir ein bisschen in die Tiefe unseres Erlebnisses, diesen Espresso zu trinken. Dazu nehmen wir einen
tiefen Atemzug von dem Geruch dieses Espressos und versuchen wir uns vorzustellen, was wäre der perfekte Himmel, unter dem ich diesen Espresso gern trinken würde. Für jeden ist es ganz anders. Vielleicht ist es für dich der Morgenhimmel, der Mittag oder der Abendhimmel. Vielleicht sind schwere Wolken zu sehen, sodass man es ganz gemütlich essig machen kann mit einer Espresso-Tasse. Oder ist es ein Himmel, der von Wind, wo man sieht, wie die Wolken durch den Wind zerrissen wurden. Das ist für jeden ganz unterschiedlich und das werden wir als allererstes als Ausdruck in dem Himmel festhalten. Dazu nehme ich den verdünnten Espresso und werde damit die Wolken, die ich von meinem geistigen Auge empfinde, einfach einzeichnen. Bei mir sind das etwas schwere Wolken, weil ich es mir gut vorstellen kann, mit diesem Espresso es mir wirklich gemütlich zu machen. So, kommen wir jetzt zum nächsten Schritt unserer Reise. Jetzt nehmen wir einen kleinen Schluck von unserem Espresso und versuchen uns vorzustellen, den Boden, auf dem dieser Espresso wächst. Was ist es für dich? Etwas, was sehr pflanzlich schmeckt, also Ranken, wie sowas wie Dschungelmäßiges, oder hat etwas Hartes an sich, wo man vielleicht Steine sich vorstellen kann oder Kiesel. Das werden wir jetzt versuchen festzuhalten, indem wir den Boden für uns ausgestalten mit dem, was wir von unserem inneren Auge sehen, durch diese Achtsamkeit des Geschmacks. Dazu nehme ich erneut verdünnt die Tusche und lasse die Form frei entwickeln. Für mich hat dieser Espresso etwas sehr Pflanzliches und deswegen lasse ich Ranken über den Boden kriechen. Er hat auch etwas sehr Schweres und Dunkles an sich, also Dschungelartiges. Und das lasse ich auf dem Blatt sich frei entwickeln, ohne mich selbst zu zensieren oder darauf zu achten, ob es für andere verständlich ist. Nun kommen wir zu einem weiteren Schritt. Diesmal nehmen wir wieder einen Schluck aus der Tasse und versuchen uns vorzustellen, zu welchem Tagesabschnitt dieser Espresso wunderbar passen würde. Es gibt Espressos, die wirklich eher so nach Abendstimmung schmecken, manche, die nach Morgen schmecken, also etwas, woraus wir uns die Kraft schöpfen und die Power holen können. Und das versuche ich jetzt in der Untertasse durch Symbole auszudrücken. Dazu nehme ich jetzt wieder die unverdünnte Tusche und halte in einfachen Symbolen, was für mich dieser Espresso bedeutet. Für mich ist er auf jeden Fall ein Morgen-Espresso, der mir sehr viel Kraft und Energie gibt. Und das drücke ich in der Sonne und in einen Wecker aus. So, jetzt lassen wir uns auf den wichtigsten Teil dieser wunderbaren Meditationsübung ein. Wir werden uns versuchen vorzustellen, von diesem Geschmack her, was für eine Intention wir entwickeln können, also was für eine Aktion wir am liebsten ausführen würden, wenn wir diesen Espresso trinken. Für mich erinnert der Espresso mich am meisten an meine Italienreise. In der Toskana in einem Café sitzen und alle Menschen reden miteinander, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Einfach nette Unterhaltung zu diesem Espresso, das ist das, was ich mir vorstellen kann. Vielleicht kannst du dir was ganz anderes vorstellen, was es auch immer ist, das werden wir nun in der Tasse selbst ausdrücken mit wenigen einfachen Symbolen. Dazu nehme ich erneut die unverdünnte Tusche und zeichne, was von meinem geistigen Auge aufgrund des Geschmacks erscheint. Für mich sind es einfach zwei Menschen, die eine super Unterhaltung haben, voller Lebensfreude sind und voller Energie. So, jetzt kommen wir zum Abschluss dieser aktiven, kreativen Meditation. Ich habe in meine Tasse nur noch einen letzten Tropfen, das macht aber nichts. Der wird einfach genügen, um diese ganze Reise auf mich wirken zu lassen. Ich achte darauf, was für ein Gefühl hat mir jetzt dieser Espresso gegeben, was geht in meinem Körper vor, was für emotionale Lage habe ich, wie hat sie sich verändert. Und das werde ich in wenigen Strichen jetzt in meine Zeichnung zum Ausdruck bringen. Dieser Teil ist ganz einfach.
in einen einzelnen Strich das ausdrücken, was dir dieser Espresso gegeben hat. Für mich war er ein Gefühl von Wärme und Liebe und das bringe ich in wenigen Strichen zum Ausdruck. So, ich hoffe, diese Übung hat dir Freude gemacht. Du siehst, du bist in den Fluss dieser Übung gegangen. Du hast, ohne viel meditieren zu müssen, einfach achtsam auf den Geschmack geachtet und bist du in den Fluss gegangen, wo wunderbare Sachen entstehen, wo du dich mal selbst erleben kannst. Am Anfang sind es vielleicht nur ein paar Minuten Zeit, wo du dafür hast. Aber das kannst du nach und nach ausbauen. Wie man so schön sagt, der Weg der 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn du dir diesen ersten Schritt vorstellen kannst, kannst du daran anknüpfen. In der Beschreibung unten drunter habe ich noch mehr für dich vorbereitet, falls du noch mehr Tiefe davon einsehen willst und von dort was Größeres entwickeln willst. Einfach folge der Beschreibung unten drunter und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!